Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Crazy Silvi, und ich habe heute wieder ein schickes Strickmuster für eure Socken, Mützen, Pullis für euch. Das ist wirklich einfach zu machen, schön strukturig, und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann bleibt dran und ich zeig's euch. So, für unser Sockenmuster habe ich schon mal ein Bündchen vorbereitet. Das hier sind die Leiterrippen, findet ihr auch hier im Kanal. Und unser Muster hat einen Rapport von 6 Maschen und 4 Runden. Ihr braucht also ein Vielfaches von 6. Und wir legen direkt los mit Runde 1. Die ist super einfach. Wir stricken nämlich alle Maschen rechts. Also ganz simpel, eine Runde rechter Maschen. Das kriegt ihr auch ohne mich hin. Macht das die ganze Runde rundherum und am Rundenanfang sehen wir uns wieder. So, wir sind in Runde 2 und die starten wir mit einem Umschlag. Wer jetzt hier am Nadelanfang keinen Umschlag haben möchte, der kann Folgendes machen. Der nimmt hier einfach die letzte Masche hier rüber und hat die jetzt hier am Anfang. Das könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ihr startet auf jeden Fall die Runde mit einem Umschlag und dann hebt ihr 2 Maschen zusammen, zack, wie zum Rechtsstricken ab. Das heißt, ihr geht in die zweite Masche rein und hebt die 2 Maschen zusammen ab. Dann strickt ihr die dritte Masche und hebt jetzt die 2 zusammen abgehobenen Maschen drüber und damit liegt die mittlere Masche insgesamt oben auf. Weil wir hier 2 Maschen abgenommen haben, brauchen wir noch einen Umschlag, um das auszugleichen. Und das sind unsere ersten 3 Maschen und dann stricken wir die nächsten 3 Maschen rechts. So, das sind unsere 6 Maschenmuster. Und jetzt geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Ein Umschlag, 2 Maschen zusammen, wie zum Rechtsstricken abheben, dritte Masche stricken und die 2 Maschen überheben. Damit liegt die Mittelmasche oben. Wieder ein Umschlag und 1, 2, 3 Maschen rechts. So, wieder Umschlag. 2 Maschen zusammen abheben, die dritte stricken, die 2 abgehobenen überziehen, ein Umschlag und 1, 2, 3 Maschen rechts. Das sind unsere insgesamt 6 Maschen. Ich mache das hier zum Schluss mal ein bisschen schneller, denn wir kommen ja hier auch an genau der gleichen Situation an, ne, wie wir das am runden Anfang haben. Ne, also wenn wir jetzt hier die 3 Maschen rechts stricken, fangen wir die nächste Nadel auch wieder mit einem Umschlag an. Das könnte umgehen, indem ihr hier einfach auch die letzte Masche wieder überhebt und dann, ne, haben wir hier auch den Umschlag nicht am Nadelübergang, sondern zack, 1 weiter drin. So, ich stricke mal die nächsten 3 noch, damit ich euch das zeigen kann. So, sondern 1 weiter drin. So, jetzt seht ihr sehr auffällig, dass wir ja durch das praktische Rippenbündchen, ist das genau hier unsere Leiterrippe, die wir haben. Also diese 3 Maschen sind die Maschen, die zusammengestrickt werden. Das merkt ihr euch schön im Hinterköpfchen, gerade im Hinblick darauf, dass wir hier die erste mit rübergenommen haben. Ihr strickt jetzt die Runde bis zum Ende, genauso weiter in dem Muster und dann sehen wir uns wieder. So, meine Runde ist zu Ende und wir haben hier am runden Ende nach dem Umschlag ja nur 2 rechte Maschen, weil die dritte rechte Masche ist ja hier vorne. Die betrachten wir auch so, ja. Also das hier ist das Rundenende. Wer möchte, kann sich jetzt hier einen Maschenmarkierer einhängen, denn wir haben die Masche ja nur behelfsmäßig
hier mit rüber genommen. So, Runde 3 heißt wieder, wir stricken alle Maschen einfach nur rechts ab. Also alle Maschen und natürlich auch die Umschläge, die stricken wir rechts. So, so sieht das dann aus. Das macht ihr natürlich die ganze Runde rundherum und am Rundenanfang sehen wir uns wieder. So, wir sind am Rundenanfang und denkt dran, die erste Masche hier ist noch das Rundenende. Die stricken wir also noch rechts, denn der Rundenanfang ist hier beim ersten Loch, sprich hier beim ersten Umschlag. Und dann beginnt hier Runde 4 und Runde 4 heißt, wir stricken alle Maschen links. Ist also auch nicht schwerer als vorher. Einfach nur linke Maschen die ganze Runde rundherum. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Das kriegt ihr auch ohne mich hin. Einmal linke Maschen in der Runde und am Rundenanfang sehen wir uns wieder. So, ich bin wieder am Anfang meiner Nadel und ihr seht, die erste Masche ist noch rechts. Das ist ja auch richtig so, denn das ist ja die letzte Masche aus der Runde. Wir erinnern uns, wir haben uns die ja nur rüber gemopst. So, und damit ist die Runde jetzt beendet. Jetzt haben wir 4 Runden gestrickt. Und zwar eine Runde rechts. In der nächsten Runde ein Umschlag. 2 Maschen zusammen abheben, 3. Masche stricken, die 2 Maschen überheben. Ein Umschlag, 3 Maschen rechts. In der Runde wiederholen. 3. Runde, alle Maschen rechts. Und 4. Runde, alle Maschen links. Das sind die 4 Runden, die wir fortlaufend wiederholen. Das heißt, wir starten jetzt hier wieder damit, alle Maschen rechts zu stricken. So. Das macht ihr die Runde rundherum und dann zeige ich euch nochmal den Anfang von Runde 2, damit ihr euch da besser orientieren könnt. So, dann bin ich wieder am Nadelanfang und wir erinnern uns, ne, wir müssen die erste Masche ja noch rechts stricken, weil das da ist das Ende der Runde, weil wir uns ja die Masche gemopst haben und dann hier wieder ein Umschlag. 2 Maschen zusammen, wie zum Rechtsstricken abheben. 3. Masche stricken und die beiden abgehobenen überziehen. So. Und dann wieder ein Umschlag, 3 Maschen rechts. So, und wenn ihr das macht, dann seht ihr, kommen hier genau die Maschen aus den Umschlägen. Ne, das ist 1, 2, 3, das ist unsere ehemalige Leiterrippe hier. Das sind immer die gleichen, die hier zusammengestrickt werden und übergezogen werden. So. Und damit bleiben wir immer auf der gleichen Stelle und unsere ehemaligen 3 linken Maschen werden jetzt hier zu 3 rechten Maschen. Ich stricke die 2 hier nochmal zusammen. So, dann seht ihr das gleich besser. So sieht der ganze Spaß jetzt aus. Das heißt, hier bewegen sich die Löcher immer an der gleichen Stelle nach oben und das gibt eben diesen Karo- bzw. Schachbrett-Effekt. So, Runde 1 bis 4 wiederholt ihr fortlaufend. Also Runde 1, alle Maschen rechts. Runde 2, ein Umschlag, 2 Maschen wie zum Rechtsstricken abheben, 3. Masche stricken, die 2 Maschen überheben. Ein Umschlag, 3 Maschen rechts, Runde 3, alle Maschen rechts, Runde 4, alle Maschen links. Das sind die 4 Runden, die ihr fortlaufend wiederholt und dann erhaltet ihr eben dieses schöne Strickmuster. So, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst doch ein Däumchen nach oben da, empfehlt mich gerne weiter und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Das verpasst ihr natürlich nicht, wenn ihr den Kanal abonniert.